Hallo und herzlich willkommen auf OE24 TV. Wir begrüßen heute zwei ganz besondere Gesprächspartner bei uns hier im Studio. Zum einen den Justizsprecher der SPÖ, Hannes Jarolim. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Und zum anderen berühmt und auch berüchtigt Gerald Gross, der wohl gefürchtetste Politblogger des Landes derzeit. Ja, es ist eher ein Wunder, dass Hannes Jarolim sich überhaupt zu ihm ins Studio traut und dann noch überhaupt ein Duell annimmt gegen ihn. Ja, ich hab Valium 50 genommen und das wirkt. Sehr gut. Wir haben uns auf das Motto gesetzt, es gibt heute keine Leichen, sondern nur leicht Verletzte, über die wir durchaus gehen wollen. In dem Sinne starte ich doch gleich einmal mit einem Thema, wo sich einer tatsächlich ein bisschen verletzt fühlt und auf den Schlips getreten fühlt. Es geht um Karl-Heinz Grasser. Der BUWOG-Prozess hält alle in Atem derzeit. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue Schlagzeilen kommen, außer natürlich dann, wenn der Prozess gerade Pause macht. Aktuell läuft die Einvernahme von Karl-Heinz Grasser und da sorgt Manfred Eineter laufend für neue Anliegen, die er hat, Wünsche, die er äußert und vor allen Dingen Wünsche an die Richterin, wie zum Beispiel die Beendigung eines Live-Tickers eines Medienunternehmens oder aber auch den Ausschluss von Florian Klenk, der doch als einer der großen BUWOG-Aufdecker gilt. Da meine Frage an den Justizsprecher Hannes Jarolim, ist das denn ein medialer Schauprozess, der da abläuft? Ist das alles noch normal? Sind das jetzt irgendwie wirklich Peanuts, um da mittlerweile gestritten wird und die eingefügt werden in den Prozess? Wirklich klammert man sich da einen Grashalm der Hoffnung, um Karl-Heinz Grasser irgendwie noch rauszukriegen? Oder ist das durchaus berechtigt, was da läuft? Ich glaube, es ist, um Ihre Worte zu verwenden, es ist die Show im Rahmen eines Prozesses. Die Frage mit dem Schachtelhalm kann ich nicht beurteilen. Es kann jeder, glaube ich, Außenstehende, der das Verfahren einigermaßen verfolgt und auch die Verantwortung und die Erklärungen über die Schwiegermutter und all diese Dinge, kann sich selbst ein Urteil bilden. Es ist, wenn man nicht unmittelbar jetzt am gesamten Verfahren teilnimmt und alles erlebt, dann ist es auch nicht so wahnsinnig fair, dass man dazu spricht. Wesentlich, glaube ich, ist, dass vieles der Dinge und der Schritte, die das Verfahren so lange gemacht haben, ja eigentlich aus der Verteidigungsposition heraus beantragt wurde. Und es ist das gute Recht jedes Beschuldigten, für seine Verteidigung alles, was nur möglich ist, durchzuführen. Und das wurde hier sehr weitlich getan. Und es dauert natürlich, dass die Justiz dann auf jeden einzelnen Schritt reagiert und die Vorbereitungen durchführt. Das dauert. Und dadurch kommt natürlich eine doch sehr erhebliche Länge eines Verfahrens zusammen, die man allerdings der Justiz nicht nur vorwerfen kann, sondern man muss sagen, das System gestattet einfach durch Antragstellungen über die Zeit hier eine letztlich auch Verlängerung des Verfahrens mit zu verursachen. Und das hat stattgefunden und findet statt. Karl-Heinz Grasser sagt ja selber auch immer wieder, es ist unverhältnismäßig lange, wie es allein schon gedauert hat, bis der Prozess gestartet hat. Es hindert ihn in seinem persönlichen Leben, es zerstört seine Existenz. Ist das jetzt übertrieben? Ist das nicht einfach normal, dass man für Taten, die einem zur Last gelegt werden, auch wenn immer noch die Unschuldsvermutung gilt, dass man da halt gerade stehen muss? Das ist nun mal der Rechtsstaat Österreich. Gerald Gross, wie sehen Sie es? Es gibt schon einige Verfahren in Österreich, die symptomatisch für den Zustand unserer österreichischen Justiz stehen. Und das Verfahren Grasser gehört dazu. Erstens, ich bin kein Freund von Karl-Heinz Grasser, ich war es im Übrigen auch nie, sondern ich habe seine Politik immer sehr skeptisch gesehen und gehörte auch in der damaligen Freiheitlichen Partei zu einer ganz anderen, zu einem ganz anderen Lager als das sogenannte Schickimicki-Lager des Karl-Heinz Grasser. Ich war da eher bodenständiger. Aber, und mir steht es auch nicht zu, zu urteilen. Ich bin nicht der Richter, ich bin nicht der Staatsanwalt, ich bin nicht einmal Jurist, im Gegensatz zu Hannes Jarolim, der Rechtsanwalt ist von seiner Profession her. Aber eines möchte ich schon sagen, jetzt als Bürger groß. Ein Verfahren, ein Ermittlungsverfahren, das 9 Jahre lang dauert, ob gerechtfertigt oder nicht, ob vom Angeklagten oder vom Verdächtigen in die Länge gezogen oder nicht, sei dahingestellt. Aber ein Verfahren, das 9 Jahre lang eine massive mediale Vorverurteilung bedeutet, da kann ich mich dann schon am Ende des Tages in den Karl-Heinz Grasser ein wenig hineinversetzen, dass er es zu Recht sagt. 9 Jahre lang wurde ich in meinem Fortkommen gehindert, 9 Jahre lang habe ich keine wirtschaftliche Existenz und 9 Jahre lang glauben meine Kinder, dass ich ein Verbrecher bin. Und das steht symptomatisch für die Justiz, an deren Ende dieses langen Verfahrens nun eine Richterin steht wie Marion Honecker oder Honecker, Nomen est Omen, die keinerlei Anträge des Angeklagten überhaupt mehr zulässt,
Wir können jetzt darüber diskutieren, ob die Justiz einen Live-Ticker abdreht oder ob ein Journalist des Saales verwiesen wird oder nicht. Es gibt eine Strafprozessordnung meines Wissens, die sagt, es darf keine Zeugenbeeinflussung vor der Zeugeneinvernahme in einem Prozess geben. Florian Klenk als Zeuge sitzt im Prozess drinnen und schaut sich das alles an. Alle anderen Beschuldigten und vor allem alle anderen Zeugen, die noch nicht einvernommen worden sind, können bei den Live-Tickern das online mitverfolgen, was die anderen Zeugen oder die Beschuldigten oder die Entlastungszeugen hier zu sagen haben. Also das ist schon ein wenig eigenartig. Und diese Marion Honecker gehört dann auch noch zu jenen, die ja auch in der Vergangenheit, und da glaube ich, dass ich das ein wenig ähnlich sehe oder möglicherweise, dass Hannes Jarol immer so ein wenig ähnlich sieht, ja durchaus hinterfragenswerte Urteile gesprochen hat, wie bei der Affäre Westenthaler. Da bin ich jetzt subjektiv als Freund des Peter Westenthalers und als Langzeitkollege, der von einem glatten Freispruch in der ersten Instanz hier durch Frau Honecker mit ihrem poltert politisierenden Ehemann, ja, dann flapsig gesagt, neues Spiel, neuer Tag und jetzt verurteile ich sie, oder Ronny Leitgeb, den sie in der ersten Instanz verurteilt hat und die zweite Instanz hat aufgehoben ohne Substrat. Also das ist schon alles ein wenig. Ich würde auch sagen, sie würde es ja nicht machen, wenn sie es rechtlich nicht könnte. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie die Gesetze neu schreibt. Ja, es ist ja auch so, dass es natürlich jeweils, wenn man dann mit dem Urteil in der Instanz war und das kommt wieder zurück, dann hat die Instanz natürlich auch hier gewisse Vorgaben gesetzt, die man dann als Richter schon berücksichtigen wird. Und das findet dann eben statt, dass das möglicherweise in der Berufungsentscheidung dann schon drinnen steht, dass es hier in dem einen oder anderen Punkt Probleme gesehen werden. Und das hat der Richter dann mehr oder weniger auch einzuhalten. Ich glaube nur, dass keine Anträge mehr zugelassen werden, das kann man so nicht sagen. Es sind die Anträge nicht zugelassen worden, die sich auf die Formalvorschriften, wer darf zuschauen und wie schaut das aus. Aber inhaltliche Anträge zu stellen, also Zeugen, Beweismittel und so weiter, wird, soweit ich das gesehen habe, kein einziger. Wäre ja auch, glaube ich, nicht sehr klug, weil dann natürlich der Vorwurf kommt. Das ist genau der Punkt, wo wir eigentlich dieses Verfahren gewonnen hätten. Die werden also nicht abgelehnt. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass die Justiz also hier ihre Objektivität hier zeigt. Und das bedeutet natürlich auch, die Parteien uneingeschränkt vorbringen zu lassen. Da ist, machen halt nicht alle jeweils in dem Ausmaß Gebrauch, dass sie manche Anträge stellen, über die man dann diskutieren kann. Ich sehe nur ein Problem. Hannes Jarolim verteidigt und beschützt die Objektivität der Justiz. Das verstehe ich auch. Ich sehe nur, dass unsere Justiz teilweise gerade in dieser entscheidenden Frage Objektivität, nicht nur Anlassfall Karl-Heinz Grasser, nicht nur Anlassfall, sage ich, Fehlurteil Westenthaler, nicht nur Anlassfall Mafia-Paragraph Tierschützer, Mafia-Paragraph Identitäre, dass hier unsere Justiz gerade im Bereich der Objektivität massiv in Schieflage gerät. Und dass die Justiz sich selbst durch solche Vorgänge über lange Verfahrensdauer, Anklage Mafia-Paragraph zum Beispiel, den sie nicht gewinnt, wo sie sich die gleich blutige Nase holt wie beim Tierschützerprozess, wo sich die Justiz als tragende Säule des Staates sich am Ende des Tages selbst nichts Gutes tut. Denn auf was können sich Leute in unserem Land noch verlassen? Wir haben mehrere tragenden Säulen. Wir haben die Politik, den Parlamentarismus, wir haben die Legislative, das Parlament, die Exekutive, die Regierung, die Judikative, wir haben die Religionen, die Kirchen. Wenn halt alles dann bröckeln anfängt und vor allem, wenn dann die tragende Säule Justiz, wo jeder gesagt hat, na, wenigstens dort bekomme ich mein Recht. Und dann sieht man solche Abläufe, wie unter anderem durch diese Richterin oder durch viele andere hervorgerufen, dann sage ich SOS Rechtsstaat. Und dann sollte einmal der Justizminister, der ja, glaube ich, mit 700 Reformvorschlägen großartig gestartet ist, nur bis heute keinen einzigen umgesetzt hat, der ein wirklicher Schwachpunkt dieser österreichischen Bundesregierung ist, dann sollte dieser Justizminister endlich einmal initiativ werden. Und wenn er sich schon selbst nicht mehr dazu in der Lage fühlt, möglich, dann soll es wenigstens der machen, der seit 10 Jahren Justizpolitik macht. Das ist sein Generalsekretär Pilnacek, also der wahre Justizminister. Aber irgendwer wird dort in diesem Justizsystem endlich Handlungsbedarf haben. Wobei man schon dazu sagen muss, dass die Justiz aus meiner Sicht wirklich
sehr gut funktioniert, um nicht zu sagen hervorragend zu funktioniert. Es gibt natürlich manche Urteile, und ich habe also den Tierschützerprozess, den der Kollege angesprochen hat, ist also sicherlich so ein Paradebeispiel. Aber man darf nicht vergessen, wo das herkommt. Und die Ermittlungsbehörden sind das eine, also die Exekutive, in dem Fall die Polizei, und das andere ist das, was die Justiz mehr oder weniger damit jetzt zu machen hat. Und wenn in einem Tierschützerprozess, nur weil das Wort gefallen ist, etwa bis nahezu am Ende des Verfahrens nicht herauskommt, dass da geheim ermittelt worden ist, sondern durch Zufall ein Aktenbestandteil, dann, das war also der Kollege Klenk oder der Reporter Klenk hat das erfunden, dann denke ich mir natürlich schon, das sind die Alarmzeichen. Also die Alarmzeichen sehe ich nicht bei der Justiz, sondern die Alarmzeichen sehe ich teilweise bei der Exekutive. Und was mir auch auffällt, ist, dass wir in den vielen Ermittlungsbehörden, die es gibt, das Bundesamt für Kriminalitätsbekämpfung und Korruptionsbekämpfung, dass wir dort bei der Polizei sowieso, viele ermittlungstechnische Maßnahmen, Elektronik und so weiter, die eigentlich Standard sind, nicht haben. Und dass wir dort also derartig schwach ausgestattet sind, dass man in vielen Dingen, zum Beispiel, wenn Sie so einen Akt haben, oder es gibt ja Akten, die dann ein ganzes Zimmer ausfüllen, dann kehrt es elektronisch eingespielt und dann kehrt nach Schlagworten gesucht. Das gibt es teilweise nicht. Wir sind also eine der schlechtest ausgestatteten Länder in Europa, was das anlangt. Und meine Befürchtung ist, das sind vor allem die Wirtschaftsverfahren, dass wir auf dem Auge schon nicht alles machen, was notwendig ist, um der Justiz hier die Möglichkeit zu geben, schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn ich da jetzt richtig raushöre zwischen Ihren Worten, dann entwickelt sich dieses Gespräch jetzt weg vom Grasser-Prozess hin zu einer Abwatschung der aktuellen Minister. Was der Gerald Kraus mit Herrn Moser gemacht hat, das machen Sie jetzt ein bisschen in Richtung Herbert Kickl. Da ist schon Nein, den Kickl meine ich da in dem Fall, ich meine, ich bin ja so kein Fan von Kickl, das ist ganz klar, dass da kein Missverständnis entsteht. Aber es ist natürlich in der Zeit davor, es hat ja die ÖVP lange Zeit das Innenministerium besetzt, und in der Zeit sind diese Dinge entstanden. Nicht? Es ist zu einer aus meiner Sicht sehr starken Verpolitisierung gekommen und eigentlich auch einen gezielten Einsatz, aber auch Nicht-Einsatz von Behördenmitteln. Und wenn Sie zum Beispiel damit befasst sind, dass Sie, ich habe einmal einen Stick als Anwalt mit 800 Fotos zum ermittelnden Beamten gebracht und haben gedacht, das ist jetzt wirklich ein Schritt nach vor. Und der hat dann gesagt, ja, er hat jetzt ein Problem, weil er sitzt also da im vierten Stock und der Drucker ist im ersten Stock unten. Dann habe ich einmal geschluckt. Ne? Und das ist aber ein Netter, und der arbeiten will. Und ich hätte mir das nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Das ist, wenn das jemand erzählt, das ist grotesk. Aber es gibt es tatsächlich nicht. Und diese E-Mails, dieses Einlesen der Elektronik, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das haben die Deutschen, die Engländer, alle haben das. Wir krabbeln da herum. Das ist vorsintflutlich. Und da kann der Kickl nichts dafür. Was dem Kickl gelungen ist, muss man sagen, dass er Personal Aufstockung in seinem Bereich bekommt, den die Justiz nicht bekommen hat. Und das ist eine echte Schande. Ich möchte dem Hannes Jarl ihm Recht geben, weil ich das auch erlebt habe im Parlament zu meiner Zeit, dass durch verschiedenste Aktivitäten im Innenministerium an der Spitze die Ermittlungsbehörden nicht die richtigen Instrumente in die Hand bekommen haben, die sie eigentlich für ihre wichtige Arbeit brauchen. Und meine Kritik bezieht sich, ich glaube auch, dass Herbert Kickl, das jetzt der derzeitige Innenminister, sehr initiativ in dem Bereich ist und die Probleme erkannt hat. Aber das Problem in der Justiz passiert noch immer. Ich meine, eine Bundesregierung, wo quasi Kickls Polizei die Leute einsperrt und Mosers Justiz 14 Islamisten in Graz wieder freilässt aus der Untersuchungshaft. So eine Bundesregierung kann nicht funktionieren. Aber dazu muss ich da was in dem sagen. Bereich, wo der Herr Grasser seit 9 Jahren vor Gericht steht und vorverurteilt ist, in dem Bereich, wo der Herr Westenthaler verurteilt worden ist, obwohl kein Geschädigter in der Republik ausmachbar war, und zwar rein objektiv gesehen ausmachbar, es hat sich auch kein Geschädigter gemeldet, er hat nichts eingesteckt. In dem Bereich, wo andere wegen Mafia-Paragraphen, Bildung einer kriminellen Vereinigung, nur damit wir terroristisch-kriminellen Vereinigung vor Gericht stehen, lässt die Justizverwaltung des im Volksmund genannten Plastiksackerl-Chomos 14 Islamisten auf die Straßen. Hochgefährliche Menschen, die von der Polizei als solches identifiziert worden sind, und der Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft in dem Bereich, das ist nicht der Richter,
Die Staatsanwaltschaft ist in 18 Monaten nicht in der Lage, eine Anklage zu schreiben oder zumindest weitere Schritte zu setzen, die die U-Haft verlängert hätte. Da hat sich selbst der steirische Landeshauptmann Stellvertreter Michael Schickhofer zu Recht massiv darüber beklagt. Also ich habe mich auch wahnsinnig geärgert und mir gedacht, das kann es ja nicht geben, weil das ja eigentlich wirklich ein wahnsinniges Schwächezeichen ist, dass man sagt, eigentlich sollten es nicht freigelassen werden, aber wir müssen es aus formalen Gründen freilassen. Ich glaube, man muss das wirklich klären, weil da auch natürlich ein sehr starkes Zusammenspiel ist zwischen der Exekutive und der Staatsanwaltschaft. Und wenn sich herausstellen sollte, dass die Staatsanwaltschaft zwar ihre Anträge gestellt hat, die Exekutive aber nicht geliefert hat, und das will ich nicht ganz ausschließen, dann ist wirklich Zeit, dass da mal jetzt wirklich Rambazamba gespielt wird. Und das würde ich nicht ausschließen, dass das so ist. Aber wenn es nicht so ist, dann hat die Staatsanwaltschaft versagt. Aber ich würde Ihnen empfehlen, Sie sind immerhin Parlamentarier, aktiver und Justizsprecher Ihrer Partei. Ich mache gerade eine Anfrage dazu. So. Dann einmal, und das haben wir auch in unserer Legislaturperiode, wo wir beide das eine oder andere Streitgespräch im Parlament gematcht haben, gab es ja durchaus, Sie erinnern sich an den Untersuchungsausschuss Abhöraffäre, wo Abgeordnete abgehört worden sind. Da bitte ich einmal ernsthaft, dass wir hergehen und sagen, in der Justiz darf sich kein Staat im Staat bilden. Mhm. Das ist einmal sehr wichtig. Wir haben funktionierende Säulen des Staates und es darf sich keine Säule, und das ist die Grundarchitektur unserer Verfassung, Hansen, es darf sich keine Säule über die andere stellen. Und ich habe vollstes Vertrauen ins österreichische Parlament, dass auch das österreichische Parlament diese Tätigkeit, was die Staatsanwaltschaften betrifft, kontrolliert und kontrollierend eingreift, wenn der Justizminister es schon selbst nicht mehr tut. Also in dem Sinne, der Justizminister ist jedenfalls in den Augen vom Politblogger Gerald Gross gefordert, endlich etwas mehr in Erscheinung zu treten. Wir treten kurz mal ab, aber nur um in die Werbung zu gehen, dann sind wir wieder zurück und diskutieren über den aktuellen Fall, wo Bundespräsident Alexander Van der Bellen harte Kritik an der FPÖ nimmt, ob das zu Recht oder zu Unrecht geschieht und warum, das alles gleich nach einer kurzen Werbung. Ja, herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Nach der Werbung diskutieren wir jetzt mit unseren beiden Gästen hier in der Sendung weiter. Ich darf noch einmal vorstellen, Justizsprecher der SPÖ, Hannes Jarolim, danke schön fürs Kommen. Und Politblogger Gerald Gross, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, ein Thema, das beschäftigt schon seit ein paar Monaten ganz Österreich. Es ist der neue Stil der Bundesregierung. Viel hat man sich darunter vorstellen können, aber vielleicht nicht genug um das, was jetzt wirklich gekommen ist. Denn aktuell gehen die Wogen hoch, ob das denn wirklich der neue Stil ist von Mitgliedern einer Regierungspartei. Wenn Harald Wilimski von der FPÖ öffentlich sagt, Jean-Claude Juncker sei doch betrunken gewesen, habe sich alles andere als seines Amtes würdig erwiesen und damit irgendwie auch unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen aufs Tablett luft. Und der muss jetzt tatsächlich einschreiten und sagen, die FPÖ, die schießt mal wieder übers Ziel hinaus. Harald Wilimski, das hätte er nicht tun sollen. Gerald Gross, wie sehen Sie es? Also wenn jetzt der Bundespräsident der neue Chef der österreichischen Oppositionsparteien ist und aufgrund der Hinigkeit dieser Trümmerpartie der Opposition im österreichischen Parlament glaubt, dass er aus der Hofburg jetzt die Rolle des Oppositionellen machen kann, dann möchte ich eines dem Bundespräsidenten in sein Stammbuch schreiben. Er soll sich an seine verfassungsrechtlich garantierten und festgeschriebenen Rechten und Pflichten erinnern. Und dazu gehört nicht der subjektive Hofkommentator Österreichs aufzutreten. Ich meine, die Rolle des österreichischen Bundespräsidenten, ich war auch Gott sei Dank nicht sein Wähler, ja, sage ich auch bei der Gelegenheit, der vor einem Jahr quasi der islamistischen Frauenverhüllung der Burka nach dem Mund spricht und sagt, jetzt müssen sich alle dann bald aus Toleranz und Solidarität eine Burka sich verhüllen, der dann reihenweise der österreichischen Bundesregierung als Kommentator von außen, Waldorf von Stettler von der Loge hinein, quasi in die Suppe spucken will, das ist eines österreichischen Bundespräsidenten nicht würdig. Und ja, ich war wirklich kein Freund von Heinz Fischer, aber das wäre einem Heinz Fischer nicht passiert, sondern ich fühle mich da durchaus an die chaotischen Zeiten unter Thomas Klestil wieder erinnert, der offenbar die Hofburg nach Tageslaune geführt hat. Und jetzt sage ich Folgendes. Ein österreichischer Bundespräsident, der sich nicht erblödert, dieses Schauspiel rund um Jean-Claude Juncker noch zu verteidigen. Ich selbst hatte dreimal mit meinem Ischias, sprich mit meiner Lendenwirbelsäule, ein gewaltiges Problem. Da bin ich nicht lächelnd und torkelnd durch die Gegend gezogen und schwankend, sondern bin auf dem Stock zum nächstgelegenen Arzt,
schmerzverzerrt im Gesicht, käsebleich und habe mir Schmerzmedikamente geben lassen. Also wir können über den Herrn Jean-Claude Juncker reden, wie wir wollen. Das soll sich ohne dies jeder selbst sein Bild machen, dass er das fleischgewordene Symbol für die wankende EU ist. Aber ein österreichischer Bundespräsident, der sich in diese Tagespolitik einmischt, der soll das der Opposition überlassen, dem Herrn Kern, dem Herrn Strolz, der soll das den Gewerkschaften, den Wirtschaftskammern, den Arbeiterkammern, den Grüninnen oder wem auch immer überlassen, aber er ist nicht mehr Chef der untergegangenen Grüninnen. Ja, aber was er schon ist, ist unser aller Staatsoberhaupt, ob wir ihn jetzt gewählt haben oder nicht, aber er hat eigentlich... Er ist der größte August in der Hofburg und soll dort seine Orden verleihen. Aber gehört er nicht irgendwie ein bisschen Respekt dazu vor unserem höchsten Staatsoberhaupt, dass man irgendwie sagt, auch wenn man nicht gewählt hat, ein bisschen Respekt hat er sich verdient? Fehlt er der Respekt seitens der FPÖ? Fehlt er der Respekt vielleicht auch hier von Gerald Gross, wenn er ihn als Grüß-August bezeichnet und er in Frage stellt seine Handlungen? Wie sehen Sie das? Ich bedauere eher diese Wortwahl auch jetzt, die zuletzt gewählte. Ich bin dem Herrn Bundespräsidenten eigentlich dankbar, dass er sich hier zu Wort meldet. Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns derzeit in der Europapräsidentschaft und sind damit eigentlich auch Mittelpunkt politischer Handlungen, die europaweit Relevanz haben. Natürlich hätte ich mir erwartet, wenn jemand wie der Herr Wilimski sich betätigt, offensichtlich in einer Vorwahlstimmung und Staatsoberhäupter oder in dem Fall einen Kommissionspräsident zu beleidigen, aus meiner Sicht also außerordentlich primitive Art und Weise, hätte ich mir erwartet, dass der Bundeskanzler, der Regierungschef ist, hier klar sagt, bitte, wir wollen das nicht. Es mag seine persönliche Meinung sein, die er nicht teilt, aber diese Art der Wortwahl, und das sind ja Gäste jetzt letztlich, das sind ja wir sind jetzt, Österreich bietet hier den Rahmen für Europa, und da geht es nicht. Aber wenn der Herr Bundeskanzler, wie in vielen Fällen, und man muss immer sagen, man muss ihm Zeit geben, schauen, ohne Schaum vor dem Mund, aber in so einer Situation, wo er Österreich nach außen zu repräsentieren hat, das Ganze so geschehen lässt, dass kein Wort fehlt und eigentlich wir uns zu den Kasperl in Europa machen, dann muss man sagen, das ist der Herr Bundespräsident, Gott sei Dank, dass er sich zu Wort gemeldet hat und erklärt, weil wenn der Herr Wilimski, also ich weiß nicht, in welchem Land es möglich ist, dass dann der fünfte, ich würde nicht sagen, den Grüß August nicht, aber jedenfalls von der Bedeutsamkeit hier sehr untergeordnete Person dann mit derartiger Wortwahl. Das wäre dann der Sinterzwerg von links im Übrigen. Nein, ich sag's nicht, das ist nicht der Grüß August. Der Grüß August sitzt in der Hofburg. Dann muss irgendjemand sagen, Freunde, aber wir können uns alles matchen, aber bitte macht's. Aber jetzt lassen wir die Kirchen ganz kurz im Dorf, lieber Kollege Jarolim. Also ein österreichischer Bundespräsident, der die Liederbuchaffäre von Niederösterreich dazu zum Anlass nimmt, quasi mit staatstragender Miene, weil irgendein Landtagswahlkampf in Gigeritz-Botschen daneben geht, dann groß sich zu Wort meldet. Ein österreichischer Bundespräsident, der sich bei jeder Regierungsinitiative 12 Stunden Arbeitsplatzflexibilisierung, Gewerkschaft, Hauptverbandsreform zu Wort meldet, aber sich dann zum Wohle des Ansehens Österreich nicht zu Wort meldet, wenn der Chef der größten Oppositionspartei Christian Kern uns mit einem Dollfussregime vergleicht, während der EU-Präsidentschaft, dass der Austrofaschismus mitten in Europa ausgebrochen ist und dann volkstümlich gesagt seine Pfeifen haltet in der Hofburg. Also dann sage ich, dann ist das nicht objektiv, dann beschädigt er sein Amt selbst. Der Bundespräsident, der österreichische Bundespräsident, ein österreichischer Bundespräsident, dem ich Respekt entgegenbringe, und ich bin durchaus imstande, Respekt entgegenzubringen, keine Sorge, dann kann ich aber nur einer Person Respekt entgegenbringen, die für mich ein hohes Maß an Objektivität in der Amtsführung an den Tag legt. Und die österreichische Präsidentschaftskanzlei und das Amt des österreichischen Bundespräsidenten ist sogar mir zu wertvoll, dass ich es auf die Tageslaunen eines österreichischen derzeitigen Amtsinhabers, eines Bundespräsidenten van der Bellen, sie diesem überlasse, der sich selbst bei der Raucherdebatte eingemengt hat, obwohl er selbst jeden Tag mit 3 Schachteln Zigaretten die gesamte Hofburg, einen öffentlichen Raum, ausnebelt, die historischen Räumlichkeiten. Also ich kenne den ehemaligen Präsidenten, Bundespräsidenten Heinz Fischer, so gut, der verdient meinen Respekt mittlerweile, dass ich weiß, wie er reagiert hätte, und er hätte so sicherlich das niemand durchgehen lassen. Genau so ist es. Nicht durchgehen lassen, sondern der hätte sicher gesagt, Herr Wilimski, er hätte ihn wahrscheinlich nicht angesprochen, weil das wahrscheinlich das Aufgreifen unter seiner Würde gewesen wäre. Aber er hätte wahrscheinlich mit einer vernichtenden Geste erklärt, das Land ist zu schade, dass es einen derartigen
Popanz hier von dritt- und viert- und fünftgereihten Personen aus. Bitte, meine Damen und Herren, nach diesem Europa, nach der Präsentation des Landes, weiterzumachen. In der Zwischenzeit gilt es, aber, unsere beste Visitenkarte auszustellen. Und das war das sicher nicht. Ganz kurz. Aber jetzt. Aber du musst doch sagen. Jetzt muss man ehrlicherweise auch sagen. Nein, ich will jetzt zu meinem Bundeskanzler noch was sagen. Nein, es ist das Recht. Der Bundeskanzler ist der Regierungschef. Ja. Und wenn man jetzt sagt, der Herr Bundespräsident soll nichts sagen, dann würde mir das auch wünschen, dass der Bundespräsident sich nicht verantwortlich gefühlt hätte, etwas zu sagen, weil er sagt, die Regierung regelt das. Aber jetzt, wenn ich da angstvoll jetzt, wie das der derzeitige Bundeskanzler macht, versuche nirgends anzustreifen und seine Sachen nicht einmal in der Diskussion zu verteidigen, dann gibt es jemanden, der kann meinetwegen auch groß heißen, wenn er irgendwo den Rahmen hat, dass er dort sagt, ich will das nicht. Aber in dem Fall war es der Herr Bundespräsident. Gott sei Dank, ich fühle mich wohler, dass es jemand gesagt hat und dass das Ausland erkannt hat, wir stehen nicht dazu, dass alle Politiker, also jetzt, so wie der Herr Willens gesagt. Möchte ich aber eines sagen. Der amtierende Kommissionspräsident, im Volksmund auch Cognac Jean-Claude genannt, ja, so. Der ist nicht unter der Käseglocke. Und wer, wenn nicht ein Europaparlamentarier, hat das Recht und sogar die Pflicht als europäische Legislative, die europäische Exekutive, sprich den Kommissionspräsidenten, auch zu kritisieren? Wer, wenn nicht er? Null Inhalt. Das heißt, null Inhalt. Nur mal ganz kurz. Und jetzt nur mal ganz kurz. Und dass sich jetzt der österreichische Bundespräsident zu Wort meldet, wäre ebenso verwegen, wenn sich der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer zu Wort melden würde, weil der Herr Jarolim im Parlament den Herrn Kurz aufs Unflätigste kritisiert. Der Herr Bundespräsident soll wissen, er steht in der Nachfolge der Hofburg, er hat seine Aufgaben gemäß den Artikeln der österreichischen Bundesverfassung. Und da gehört es hat ja auch Bundespräsidenten, dazu. Es hat Bundespräsidenten in Österreich gegeben, die sehr viel Einfluss ausüben konnten. Das war unter anderem Rudolf Kirchschläger, im Übrigen ein Sozialdemokrat. Das war im Übrigen auch Heinz Fischer, die es sehr gekonnt verstanden haben, hinter der Tapetentüre ihre Autorität auszuüben. Aber ein Bundespräsident ist sicher nicht dazu da, sich erstens auf den Gewerkschaftstag zu stellen und die Gewerkschaft aufzumunitionieren und zu bestärken, dass sie einen Straßenkampf in Österreich macht und sagt, ja, das sollte den Widerstand geben. Ein Bundespräsident ist nicht dazu da, Tagespolitik zu machen. Und auf das können wir uns einigen. Nein, ein Bundespräsident ist dazu da, dass er das Wohl des Landes im Auge hat und schaut, dass es innerhalb Europas, wo wir jetzt die Präsidentschaft sind, auch sind. Und wenn Europa schaut und da, sie denkt, da kommen also irgendwelche Leute aus dem Wald rausgerennt und sagen nichts Inhaltliches, sondern erklärt, der Kommissionspräsident trinkt für seine Verhältnisse zu viel, was überhaupt kein Thema in dem Zusammenhang ist. Weil ich habe noch kein einziges negatives Urteil, inhaltliches Urteil gehört, auf das man, da kann ich genauso sagen, der Herr schaut, ist halt zu weiß, der hat schlecht geschlafen, das ist ja fürchterlich. Wir wollen einen Präsident, der gut schlaft und der auch rosig im Gesicht ist und das, weil er das nicht ist. Aber es freut mich, dass die Diskussion Ihnen wenigstens ein wenig Rosigkeit auf Ihre Tja, damit sehen wir irgendwie so, auch wenn Jean-Claude Juncker, wenn wir nicht klären würden, was es wirklich mit seinem Alkoholkonsum auf sich hat, so bleibt doch eines zumindest im Raum stehen. Nach der ganzen Geschichte über die unzähligen Champagnerflaschen, die da seitens der FPÖ womöglich im EU-Parlament geflossen sein sollen, gilt vielleicht ein bisschen der Satz, wer im Glashaus sitzt, der soll doch lieber mal nicht mit Steinen werfen. Aber machen Sie sich Ihre eigene Meinung drüber. Für alle gilt natürlich auch hier die Unschuldsvermutung. Vielen Dank und fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem weiteren Programm hier auf OE24 TV.